letzten Video bin ich mit dem Regionalexpress von Bamberg kommend hier in Coburg angekommen und hier geht es in diesem Video nun weiter bis nach Lichtenfels. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Wir beginnen hier in Coburg. Ich hatte einen kurzen Aufenthalt von etwa einer halben Stunde, bin also nur einmal eine kurze Runde in der Nähe des Bahnhofs gelaufen und gehe jetzt schon wieder zurück hier in das Bahnhofsgebäude von Coburg. Hier kommt auch schon mein Regio-Shuttle, diesmal ein Fahrzeug von Agilis. Ich bin ja schon des Öfteren mit den Coradia Continental von Agilis gefahren und jetzt auch mal eben mit dem Regio-Shuttle. Und ihr seht das schon, der ist ganz anders ausgestattet. Der hat nämlich die höchste Kapazität bekommen, die man in den Regio-Shuttle einbauen kann, in einer 2+3 Bestuhlung. Der hat auch die deutlich härteren Sitze und einen recht knappen Sitzabstand, aber ich bin 1,90, über 1,90 und habe noch Platz, also das ist auch tatsächlich in Ordnung. Ja, und mit diesem Regio-Shuttle fahre ich jetzt bis nach Lichtenfels. Zur relativ kompakten Ausstattung mal so formuliert des Regio-Shuttles. Es ist relativ eng da drin und die Sitze sind auch ziemlich hart. Aber meistens fährt man mit Agilis in den Regio-Shuttle eher kurze Strecken. Also dafür ist das auch vollkommen in Ordnung. Man würde jetzt so theoretisch denken, dass die Fahrgäste das mit der 2+3 Bestuhlung nicht so toll finden. Dem ist aber nicht komplett so, denn Agilis gewinnt regelmäßig Preise als beliebtestes Bahnunternehmen in Bayern. Also kommt es bei den Gästen gar nicht so schlecht an. Nächster Halt, Ebersdorf. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich selbst muss jetzt sagen, ich fand es auch nicht unkomfortabel. Also von daher, ich fand das nicht schlimm, dass das so eng bestuhlt ist eigentlich. Allerdings war mein Zug auch komplett leer. Also jetzt ist ja natürlich die Frage, wenn ich jetzt mit fremden Leuten in dieser Dreiersitzreihe sitze, dann wird das sicherlich nicht ganz so toll sein. Aber so in meinem Fall war das alles sehr angenehm. Jetzt fragt ihr euch vielleicht wahrscheinlich auch, warum fährt denn hier ein Dieseltriebwagen zwischen Coburg und Lichtenfels, wenn die Strecke eigentlich elektrifiziert ist? Das liegt daran, dass das eine noch viel länger laufende Verbindung ist. Teilweise kommen die Züge hier sogar schon von Bad Rodach. Und in Lichtenfels fahren die Züge alle noch weiter, mindestens bis Bayreuth. Teilweise sogar noch über Bayreuth hinaus. Und hinter Lichtenfels ist die Strecke dann eben nicht mehr elektrifiziert. Deshalb kommen dann auch hier auf diesem Abschnitt schon die Dieseltriebwagen zum Einsatz. Die Strecke ist zum größten Teil eingleisig, gibt immer ein paar Begegnungsbahnhöfe, aber ein großer Teil dieser Strecke ist tatsächlich eingleisig. Das hatte ich auch schon im letzten Video mal erwähnt. Deswegen spart sich der Regionalexpress über die Schnellfahrstrecke halt wirklich einiges an Fahrzeit. Hier erreichen wir jetzt schon den Bahnhof von Lichtenfels, wo ich dann auch schon wieder aus- und umsteigen werde. Weiter geht jetzt für mich in einem Zug der Baureihe 612 bis nach Bamberg zurück. Die Züge der Baureihe 612 sind von den Dieseltriebwagen meine absoluten Lieblingszüge, weil sie sind einfach sehr, sehr komfortabel.
Also ihr seht das hier, wir haben hier die gleichen Sitze wie im ICE verbaut. Nur eben in einer 2+2 Bestuhlung. Also ein bisschen enger als im ICE, aber die Sitze sind die gleichen wie zum Beispiel im ICE-T in der ersten Klasse. Zumindest sehr, sehr ähnlich. Ein paar kleine Unterschiede gibt es vielleicht, aber die sind sehr, sehr ähnlich. Das ist einfach sehr komfortabel. Es gibt Tische, Steckdosen, also wirklich alles, was man sich so wünschen kann. Das betrifft natürlich die Ausstattungsweise, wie sie original gebaut wurden. Ihr wisst, dass zum Beispiel in den Zügen von Bewegt ist das mit dem Komfort schon wieder was ganz anderes, weil man da eben die erste Klasse verkleinert und verlegt hat. Hier in Bayern haben sie aber eben die große erste Klasse mit vielen Sitzplätzen. Und da ist das Fahren wirklich sehr, sehr angenehm. Wird auch demnächst sogar nochmal ein Video über die Baureihe 612 geben. Denn ich werde auch nochmal länger mit einem dieser Züge unterwegs sein. Hier erreichen wir jetzt schon Bamberg. Und in Bamberg habe ich jetzt eine ziemlich lange Umsteigezeit auf den Zug, mit dem ich dann im nächsten Video fahren werde. Und deswegen bin ich mal in die Innenstadt von Bamberg gelaufen. Die ist nämlich wirklich sehr, sehr schön. Das lohnt sich, wenn ihr dort länger Zeit habt. Etwa 20 Minuten seid ihr unterwegs vom Bahnhof aus, bis ihr direkt im Zentrum seid. Und das Highlight sind hier die untere und die obere Brücke mit dem alten Rathaus mitten im Wasser. Wie das aussieht, das seht ihr hier. Also das Bild habt ihr sicherlich auch schon mal irgendwo gesehen. Es ist ziemlich bekannt und da gibt es hier diesen kleinen Steg und von da aus habt ihr eine wunderbare Fotomöglichkeit, um euch das einmal anzuschauen, ein schönes Foto zu machen. Genau das ist auch das, was ich dann gemacht habe. Einmal dorthin gelaufen, ein paar Fotos gemacht und dann ging es für mich auch schon wieder zurück zum Bahnhof von Bamberg. Dort werde ich dann, wie gesagt, im nächsten Video mit einem außergewöhnlichen und selten fahrenden Zug fahren. Was genau, das seht ihr dann natürlich im nächsten Video. Das war es nämlich erstmal für dieses Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hier seht ihr jetzt auch gleich, von wem die Musik stammt, wann eben das nächste Video kommt. Und ich sage wie immer danke fürs Zuschauen und freue mich wie immer auch über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link.